Herzlich willkommen zu A, der Kurzfunk von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine interessante Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant. Und so sind es auch die Hinweise. Mitraten, wie immer erwünscht. Und nun geht's los. Viel Spaß. Ah, ja, hallo, und heute haben wir wieder einen fantastischen Gast, in dem Fall aus dem hohen Norden zugeschaltet, ist uns Jörn Schaar. Hallo Jörn. Moin. Woher könnte man dich denn schon podcasttechnisch oder auch so in der echten Welt kennen? Ach, ja, podcastmäßig, also ich bin ein entscheidender Teil von High Alarm Podcast, What's in Your Pants, das Nord-Süd-Gefälle und dem Camping Caravan Podcast. Ich habe noch meinen eigenen Podcast, Jörn Schaars feinen Podcast, in dem ich aus meinem Leben erzähle. Und ja, ich bin bei diversen Podcast-Veranstaltungen wie Podstock, Subscribe gelegentlich, Kieler Podcast-Tag unterwegs, also man kann mich sehen und hören, aber man muss nicht. Und wo findet man deine Werke im Internet? Ich glaube, wir verlinken das einfach. Nein, also es ist highalarm-podcast.de, whatsinyourpants.de, jeweils mit Bindestrich dazwischen, das-nord-südgefälle.de, und auf meine URL ist länger als deine.de. Ist mein eigener Podcast. Und was fehlt jetzt noch? Ach, campingcaravanpodcast.de in einem Wort. Also ich bin ja gemeinhin nicht so in der Szene unterwegs wie meine Mitstreiter. Und ich habe tatsächlich jetzt zur Sekunde erst realisiert, dass du hinter dem High Alarm steckst. Und ich möchte sagen, ohne es jemals gehört zu haben, aber ich bin ein ganz großer Fan. Ich habe schon viel Bewunderung hier kundgetan und deinen Mitstreitern. Weil das tatsächlich ein Podcast ist, der bei uns immer wieder geplagt wird. Tatsächlich. Und ich allein seine Existenz schon so genial finde, dass ihr könnt den quasi gar nicht verhunzen. Allein die Prämisse ist so brillant. Also er wurde mal lauthals auf irgendeiner Podcast-Veranstaltung als der wahrscheinlich sinnloseste Podcast der Welt bezeichnet. Finde ich ehrlich. Das ist doch ein tolles Lob, finde ich. Ja, ohne Frage. Solange sie natürlich das nicht über den Podcast, über dein Leben sagen, ist alles in Ordnung. Das sage ich immer nur selbst. Ach, Mann. Ja, cool, schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank. Genau, du hast nur uns beide heute, weil der Herr Kraus mal wieder im Krankenstand ist. Wir schicken ihm warme Gedanken. So wie so ein Heizkissen, der in Gedankenform. Heizkissen. Aha, I see what you did there. Wir schicken ihm einen warmen Hai. Das ist tatsächlich das, was dieser Podcast mit mir gemacht hat. A, ich habe ständig irgendwelche Hai-Wortspiele im Kopf, und B, Leute schenken mir irgendwas mit Hai-Bezug. Es ist unfassbar, wie viele Hai-Devotionalien hier rumliegen. Also wirklich vom Schlüsselanhänger bis zum Hai-Gebiss, was irgendwo mal jemand im Afrika-Urlaub am Strand gefunden hat. Nein, ich glaube, wirklich? In Tunesien, ja. Und diverse Plüschhaie und sogar ein Schaumstoffhai, den man sich als Deko an den Fahrradlenker ranmachen kann. Warum auch immer man das tun sollte, aber er ist da. Und er sieht aber fantastisch. Das ist schon ein bisschen großartig. Man muss nicht immer alles hinterfragen. So, manches steht für sich selbst. Genau. Ich bin auch zutiefst begeistert gewesen die Tage von dem Künstler, der einen künstlichen Stau in Google Maps mit ausrangierten Handys verursacht hat. Oh ja, das ist super. Das fand ich überragend. Ich habe, wie gesagt, sehr schnell gedacht, ob das nicht ein Geschäftsmodell wird, dass Leute, die sagen, oh, bei uns in der Siedlung wollen wir schön, dass die Leute außen rumfahren, bezahlen jemanden, der mit massig Handys in der Gegend rumläuft und damit einen Stau simuliert, damit andere Autos außen rumgeleitet werden. Das Problem sind dann aber möglicherweise, also das ist, glaube ich, die Schwachstelle an dem Ding, die Autos, die halt ohne Navi unterwegs sind und einfach in normalem Tempo durch die Straße fahren. Was macht Google mit denen? Keine Ahnung. Also da sehe ich so ein bisschen Potenzial dafür, dass es schiefgehen könnte. Ja, verstehe. Aber ja. Solange es funktioniert, um Himmels Willen, ich spende großen Applaus. Wir sind begeistert. Beim Thema begeistert, der Henning ist auch so jemand wie der High Alarm Podcast, der immer wieder auftaucht in der Geschichte von Ach. Ich lese mal kurz aus seiner E-Mail an mich vor. Hallo Dominik.
Ist es übrigens schon so weit, dass ich es schon als Affront einschätze, wenn jemand mich mit Vornamen anspricht und nicht mit Lord? So, ihr habt es wirklich geschafft, Philipp. Ja, ja. Na, was heißt geschafft? Wir haben dir halt eine Lordschaft gekauft. Ja, aber das kann man ja nicht wirklich sagen, dass ich das jemals ernst genommen habe. So. Entschuldigung, du darfst dich ernsthaft der kleine Lord nennen? Nein. Was heißt der kleine? Nein, mein kleiner Lord ist wieder was anderes. Nein, wir haben eine Folge über Mikronationen und im speziellen Sealand, was eine ehemalige Bohrstation, nee, Bohr ist es nicht, aber was ist das? So eine ehemalige Befestigungsanlage. Ja, Befestigungsanlage im Gewässern Großbritanniens. Und die hat quasi jemand als eigenen Staat ausgerufen. Und Sealand, wie das sich schimpft, verteilt gegen Geld Adelstitel. Und meine kleinen Lieblingsnasenbären haben mir quasi zum Geburtstag vor 2 Jahren da eine Lordschaft gekauft. Und jetzt ist auch meine offizielle Ach-Adresse ist Lord Dominic, statt einfach nur der Vorname und dergleichen. Ja. Sehr geil. Genau. Aber bei der Firma, wo ich bin, gibt es tatsächlich einen richtigen Lord, also aus der Familie, aus Schottland. Und es gibt einen weiteren Kollegen, der, ich glaube, irgendwo auf der Welt, Irland, auch ein Stück Land gekriegt hat und dann einen Pseudo-Lord-Titel trägt. Und wir machen jetzt jedes Jahr an der Weihnachtsfeier oder an jeder Feier eigentlich einen Lord-Titel. Dreier-Foto und nehme das alles sehr ernst. An dieser Stelle auch schöne Grüße an die Victoria, die auch den Podcast ganz gerne hört. So, hallo. Also, hallo Dominik, schreibt Henning. Den Philipp habe ich ja schon mal mit der Richard-Feinmann-Folge beglückt und den Jürgen mit der Autobiografie des Seeteufels Graf Luckner. Du fehlst aber noch und wie der Zufall so spielt, hatte ich gerade eine Idee für eine Kurzfolge. Genau. Das Hattrick voll sozusagen. Genau. Ich muss, also das sind jetzt meine Worte, ich muss bei diesen Hinweisen mal sagen, dass so ab der Mitte solltet ihr die nicht mehr ganz so ernst nehmen. Was ihr meinst du mit ernst nehmen? Ja, naja, wenn ich sie erklären wollen würde, hätte ich sie erklärt. Okay. Du wirst sehen. Ich fand es sehr originell. Klingt jetzt erstmal wie jemand, der den Wahn verfällt und dann folgen wir eher so dessen Gedanken. Aber ich bin sehr gespannt. Und dann schlachtete ich ein Kalb. 1913 wurde ich am 25. Februar in Zwickau geboren. Hier bekam ich auch meine erste Stelle als Kulissenschieber. Zu dieser Zeit war ich in der weiteren Umgebung auch als der rote Geiger von Zwickau bekannt. Von 1933 bis 1935 erhielt ich an der Dresdner Staatsoper eine Ausbildung zum Theatermaler. Der rote Geiger von Zwickau, weißt du, wenn du so bekannt bist, dann hast du es eigentlich schon geschafft. Dann braucht danach nichts mehr kommen. Nicht so ganz sicher, ob ich da noch eine Meinung bin, aber ich glaube aber tatsächlich, da kommt doch was. Und ich vermute, dass die Person, aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, die bleibt beim Theater, weil so viele Leute, die da erstmal Bühnenluft geschnuppert haben und sei es nur von hinter den Kulissen, kommen da nicht mehr weg von. Okay. Hinweis Nummer 2. 1929 trat ich in die NSDAP ein, 1937 aber wieder raus. Später brachte ich eine jüdische Familie bei mir unter und unterstützte sie mit Lebensmitteln. 1944 wurde ich als Sanitätssoldat zum Krieg eingezogen. Also, da gab es wahrscheinlich mehrere. So ganz eindeutig ist es noch nicht. Nee, ich bin mal auch. Also, aber erstmal, ich finde es immer positiv, wenn Leute irgendwo doch noch so rumreißen. Also sowas wie dann wieder austreten oder revidieren, wenn man merkt, man hat Scheiße gebaut im Leben. Finde ich ja erstmal ganz. Also sympathisch ist vielleicht das falsche Wort, aber finde ich erstmal den richtigen Weg auch nicht an falschen Dingen hängen zu bleiben. Finde ich immer schön. Ja. Was aber wirklich dahinter steckt und was die genauen Gegebenheiten sind, kann ich jetzt hier natürlich nicht herauslesen. Genau, so als ich gesagt habe, bei der Hälfte habe ich mich mal gewaltig vertan, weil tatsächlich ist es ab jetzt schon. Na dann. Das ist noch nicht die Hälfte. Okay. Mathe. 1958 brachte ich in der Schweiz tagsüber ein Kind um, was auch international einiges Aufsehen erregte. Ein Kindsmörder 58. Ja.
Naja, vermutlich ja auf einer Bühne. Ah, okay. Also ich wittere eine falsche Fährte. Ja. Da. Jetzt fällt mir natürlich gleich der Todmacher ein. Den hatten wir aber schon. Ja. Stimmt, den hatte ich ja selber schon. Nee, oder? Doch, ich glaube, dass du den schon selber hattest. Ja. Ah ja, wird total Sinn machen, weil da war ich mal selber theatermäßig mit bei was bei. Ha. Aber bringt den jemand um? In der Schweiz? In der Schweiz? Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, das könnte ja ein nachgestellter Aktenzeichen XY-Fall sein. Oder wann mal, ich. So weit zurück geht die Sendung, glaube ich nicht. Wir schalten jetzt zu Gerhard Zwingli. Ich hab Gerhard Kumpel, Zwingli. Ein Bekannter von mir. Ein Bekannter von mir, der twittert echt nicht viel, aber was er immer twittert, ist quasi live, wenn Aktenzeichen XY ungelöst kommt. Ehrenmann. So, der kommentiert das immer so mit. Ja, immer so. Immer etwas exzentrisch. Und was tippt der da so? Naja, er kommentiert halt lakonisch. So. Ah ja. 40, nein, viertens, also mit Mathe habe ich es echt nicht so gut. Das ging schnell. 2.003.000. 1961 war ich im schweizerischen Kanton Graubünden auf einem schlechten Weg und als brutaler Sägewerksbesitzer berüchtigt. Ich betrog meine Frau, bestahl meine eigenen Kinder und brachte sogar Zwillinge um. Okay, das ist zu viel. Das ist alles zu viel. Das ist, ich glaube, Jörn hat völlig recht mit der Vermutung, dass es sich ab sofort um Bühnenfiguren handelt. Wobei, bitte wäre natürlich, wenn es dann irgendwann wirklich stimmt. Ja. Also so, ne? Genau. So, auf der Bühne bringe ich Leute um, aber zu Hause, naja, ich habe hier geübt. Das ist gar kein Theaterblut. Ja. Oh, eine Bekannte von mir hatte sich zu Halloween vom lokalen Theater, wo sie auch gearbeitet hat, in der Maske schön Blut geben lassen in so einer, ja, in so einer riesigen Spritze. Stand damit im Fahrstuhl und fuhr nach unten. Ich dachte sich so, hä, das kommt ja, da kommt ja nichts raus. Und so richtig cartoonmäßig, so wie mit der Ketchupflasche, guckte sie auf die Spritze, die von unten nach oben zeigte, guckte sie so rein, drückte von unten dagegen, weil sie halt sehen wollte, wie das von der Konsistenz her ist. Aber da hat sich halt so ein Stopfen von eingetrocknetem Kunstblut oben gefestigt. Und sie drückt und drückt und drückt, bis irgendwann ja, sich das Ganze entlud, so einmal quer durch den Fahrstuhl. Und in dem Moment geht die Tür auf. Und sie so, nur Kunstblut, nur Kunstblut. Das ist schon echt hart. Kannst du mir einen Schreck seines Lebens ja, aber verpassen. Das ist schön. Ja. Wie lange arbeiten Sie schon bei uns? Heute nicht mehr mitgerechnet. Ja. Fünftens, 1962 wurde ich als Unteroffizier Kaffeekanne am längsten Tag bekannt. Der Unteroffizier Kaffeekanne, das klingt total nach Komödie. Das klingt mega nach Komödie. Absolut. Der längste Tag. Wobei der längste Tag klingt jetzt eher so nach Kriegsdrama, ne? Ja. Aber vielleicht ist es. Passt auch zum Unteroffizier, aber ist nur eine Theorie. Ja. Aber vielleicht ist es halt wieder genau so ein Ding, dass man sagt, ist so eine internationale Produktion und natürlich heißt der Deutsche. Diesmal nicht Stackenblocken, sondern Kaffeekanne, was auch so ein schönes deutsches Wort ist. Stackenblocken. Stackenblocken. So, also der sechste Hinweis ist der erste, bei dem es ich gewusst hätte. Vorher hat man wenig Chancen aus meiner Sicht. So, Achtung, ich möchte keinen Druck aufbauen. Ich sage nicht, dass jeder dumm ist, der es nicht jetzt weiß, aber ich sage das. 1964 versuchte ich durch groß angelegten Goldschmuggel das internationale Währungssystem auszuhebeln, wurde jedoch von den Briten daran gehindert. Okay. Das. In welchem Film sind denn bitte mal Briten die Helden? Da fällt mir echt nur James Bond ein. Also ich vermute, nein, ich will nicht böse sein, aber im Action-Kino, wonach das einfach massiv klingt, ist halt einfach der Amerikaner der Held im Schnitt. Ja. Ich glaube, jetzt reden wir von einem James-Bond-Bösewicht. Aber wer hat den deutschen James-Bond-Bösewicht gespielt? Also ich will gerade, in neuerer Zeit gab es ja diesen Handlanger. Ja, es muss ja in den 60ern gewesen sein. Aber ja. Das hast du aber jetzt gut kombiniert. Ja. Danke. Sherlock Jörn. Oh. Nee, mich auch. ach, wie hieß der denn?
Und es gab doch auch so ein Gangsterfilm, wo sie irgendwie in einem umgebauten Reisebus diverse Kleinwagen drin hatten und damit Gold rausgeschmuggelt haben. Wie hieß der denn noch, verflucht? Das war einer unserer Podcasts. Ja, ne? Ja. Das war der Postraub von damals, oder? Ja. Meine genau. Ich doch. Nee, das ist nicht. Aber es wäre ein schöner Zirkelschluss gewesen. Tatsächlich. Siebtens. 1965 bin ich als deutscher Offizier Teil einer Flugpionierexpedition an der französischen Ärmelkanalküste. Das tatsächlich ist auch ein geiler. Ich muss die nachher nochmal auflösen, was das jeweils war. So, achtens, das könntet ihr vielleicht auch wissen. 1974 werde ich erwischt, als ich Seniorinnen bestehle und muss einige Zeit als Gimpel hinter Gitter verbringen. In welchem Jahr bitte? 74. Aber da in dem Fall will ich mich nicht so auf die Jahre beschränken. 74. Moment. Wie heißt der Name nochmal bitte? Der Rollenname. Der vermeintliche Rollenname. Als Gimpel. Ja, Gimpel gibt es doch eigentlich nur Ding hier. Wer ist es? Räuber Hotzenplotz. Also der. Vielleicht hast du da nicht Unrecht. Ottfried Preußler. Kinderbuch. Ja? Verfilmung. Aber wer hat den gespielt? Vor allen Dingen in dem Jahr. Neuntens, könntet ihr vielleicht auch drauf kommen. 1986 beginne ich, getarnt als Friedhofsverwalter Vampire zu jagen. Oh, da ist der Franke durchgekommen, Vampire. Jetzt sind wir beim kleinen Vampir, das wäre natürlich ja. Das nächste Tatsächlich Ding. Tatsächlich hast genau. Du auch da recht, aber jetzt musst du ja nur noch drauf kommen, ja, wer das jeweils der? War. Ja, ich muss gestehen, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe bloß die Bücher gelesen. Ha. Nee, da muss ich total passen, wer. Also die beiden Hinweise hast du völlig richtig identifiziert. Aber die muss ich nachher nicht mehr durchgehen. Ich habe halt weder den Räuber Hotzenplotz noch den kleinen Vampir, habe ich als Film gesehen. Ich habe bei beiden auch nicht gewusst, dass derjenige das gespielt hat. So. Vor allem mit 100 Jahren Versatz, wie soll man sich denn daran erinnern, wer da in eine Nebenrolle aufgetreten ist, Entschuldigung. Das kann man doch gar nicht erraten. Habe ich das richtig? Also ich habe ja gesagt, so. die im Nachhinein werdet ihr sagen, die 6, die wäre es gewesen. Ja. Zehntens, 1988 erleide ich im Schwarzwald einen Schwächeanfall und muss meinen 100. Geburtstag in der Klinik von Dr. Brinkmann verbringen. Also sind wir noch bei der Schwarzwaldklinik, okay, die ich auch nie das gesehen habe, aber... Ziemlich deutlich. Ja, Schwarzwaldklinik, da war ich irgendwie 6 oder 7 und habe das immer bei Oma geguckt. Genau. So, da habe ich mich Jahrgang bist du? Ich? 79. Ja. Ah ja, okay. Nee, ich tatsächlich, 88 war ich tatsächlich 7, ich bin 81. Ja. Nee, also das kann man nicht erraten. Philipp, also ich muss ehrlich sagen, Philipp war schon unglaublich nah dran. Ja, aber. Weil tatsächlich ist es ein James-Bond-Film und wenn ich jetzt sage, wer es war, werdet ihr sagen, ja okay, das hat man schon mal gehört. Mein Name ist Gerd Fröbel. Ah! Meine international Scheiße. Bekannteste oh. Rolle ist die des Auric Goldfinger im gleichnamigen Natürlich. James Bond-Film. Tatsächlich. So. Während meiner Karriere als Schauspieler trat ich in unzähligen deutschen und internationalen Produktionen auf. Oh, das ist der verdammt. 1988 starb ich an einem Herzinfarkt. Also in der gleichen Jahr, wo er quasi die Schwarzwaldklinik gemacht hat. Ja, so oh, voll das tolle Character-Acting, dann hat es dann voll und so, ruf einen Krankenwagen, toll machst du das. Können wir bitte die Einstellung mit dem Herzinfarkt nochmal machen? Herr Fröbel, bitte noch einmal, Herr Fröbel. Was soll denn das, so kriegen Sie Ihr Geld aber nicht. Genau. Oh Gott. Der Karl Moltke hat in seiner Abschiedssendung einen leichten Schlaganfall gehabt. Haben wir ja, mehrmals, glaube ich. Ne? Das ist wirklich unfassbar. Ja. Ich gehe kurz durch, weil ich es wirklich vom Ansatz her, habe ich dem Henning auch geschrieben, fand ich super. 1985, lass mich raten, ganz kurz, das ist Edgar Schaum helllichten Tag, oder? Genau. Ah. Dann den zweiten, wo er die Zwillinge umbringt, seine Kinder bestiehlt und seine Frau betrügt, mit dem Sägewerkbesitzer habe ich noch nie gehört, das heißt Via Mala. Dann am längsten Tag ist der längste Tag tatsächlich mit dem Unteroffizier Kaffeekanne.
Genau. Goldschmuggel, internationales Währungssystem aushebeln, wird von Briten dran gehindert, ist Goldfingers, wirklich der Goldfinger im gleichnamigen Film. Er ist Goldfinger. Ja, er ist Goldfinger. Oh, genau. Okay. 1965, Teil einer Flugpionierexpedition an der französischen Ärmelkanalküste, da kann man nicht drauf kommen. Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Oh, zumindest schon mal, dann, schon mal gehört, ja. Genau, das mit dem Gimpel war der Räuber Hotzenplotz, der Friedhofsverwalter der Vampire jagt, ist der kleine Vampir. Und am Schluss die Folge der Schwarzwaldklinik haben wir auch schon deutlichst verbrinkmannt. Genau. Aber ich glaube, Via Maler ist mir schon mal unter die Augen gekommen, allerdings nur im Computerspiel Mad TV, dass man sich diesen Film... Der betreibt mal eine TV-Station und da glaube ich, kann man diesen Film ausleihen. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Du kannst also ganz, ganz viele Filme ausleihen, die wirklich auch bekannt sind und wirklich zum internationales Renommee haben. Dann gibt es aber auch noch welche, wo der Titel und die Story einfach komplett verballhornt sind und man nur so eine Idee davon hat, welcher Film da Pate gestanden hat. Und was ich immer am geilsten fand, du konntest deine eigenen Filme produzieren. Oh ja, stimmt. Du konntest dann unterschiedlich wertige Studios dir bauen und dann konntest du verschiedene Aspekte mit einbauen. Also so und so viel Flaschen Ketchup einkaufen für mehr Blut. Und konntest dann noch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da die Kriterien waren. Besetzungen und wie teuer das Equipment war, die Studiokulisse und so weiter und so fort. Ja, das war großartig, ich habe das Spiel geliebt. Ja, oh ja, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Bestimmt, dass wir mal mit einer Spielempfehlung rausgehen, mit einer Filmempfehlung wie sonst jedes Mal. Naja, also. Nein, es ist ja beides schön. Tatsächlich, glaube ich, hast du auch recht häufig ein klassisches Adventure, was du plackst. Genau, aber es sind fast immer Adventure. Aber ehrlich gesagt, die meisten davon sind heute für Leute, die nicht da totale Fans sind, nicht so super zugänglich. Mad TV hat so ein bisschen den Charme, dass da eben echte Filme drin vorkommen, aber irgendwie so den Nachteil, das Spiel fängt bockschwer an und wenn du Tag 5 überlebt hast, ist der Rest ein Kinderspiel. Genau. Ja. Erfrischend anders heute mal. Na dann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.